Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Und jetzt, wo ich in Rente bin, kann ich mich auch herrlich auf Lästern konzentrieren. Apropos, seit gestern ist der 5. Teil von Indiana Jones in den Kinos. Ja, Hauptdarsteller Harrison Ford ist jetzt 80 Jahre alt und gibt immer noch den Abenteurer. Indiana Jones und der Fluch der Inkontinenz heißt der neue Teil. Du, jetzt haben sie ihm in dem Streifen eine junge, hübsche Patentochter an die Seite gestellt, die leichtere Pflegetätigkeiten übernehmen kann. Ich meine, also irgendwann ist auch mal gut. Madonna zum Beispiel musste mit 64 ihre Tournee abbrechen, weil die Gesundheit nicht mitgespielt hat. Und die Stones touren, bis auch der letzte von denen ins Gras gebissen hat. Also ich weiß ja nicht, ob das alles so richtig ist. Ist ja schön, dass wir alle älter werden, aber die Leistungsfähigkeit lässt dann doch nach. Bei einem früher, beim anderen später. Bei Olaf Scholz auf jeden Fall früher. Wobei, der kommt auch von einem sehr niedrigen Niveau, nicht? Oh. Ja, ich komm ja. Du, ich muss los, hörst du auch nicht, mein Joachim. Ach, und wenn Harrison anruft, dann sag ihm, ich bin schon fort. Tschaui. Und jetzt vom ehemaligen Hollywood-Bo zum aktuellen Schönling der Bundespolitik. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, wie lange willst du denn eigentlich noch arbeiten? Also, solange man mich lässt, natürlich. Och, damit kann man dann ja gut planen. Bitte? Wie meinen Sie das? Naja, wann war nochmal die nächsten Bundestagswahlen? Frau Merkel, also. Oh, jetzt guck doch nicht so. Ist doch nur Spaß, Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.